schreiben daran auf einer Tastatur, weil Handschrift, das ist irgendwas von gestern. Und Opa liegt mit seiner Meinung weit neben der Spur. Hör ich diesmal neunmal klugen lästern. Die sind in ihrer virtuellen Wirklichkeit zu Gang. Da kriegt man tolle Dinge schon, bevor man sie bestellt. So nehmen sie den Smartphone-Bildschirm in die Daumenzange und glauben, so beherrschen sie die Welt. Was wir uns merken mussten, kann man heute bei Google finden. Die Häppchen werden mundgerecht serviert. Mit Steuertaste C ist man der König unterm Blinden, auch wenn man nichts von alledem kapiert. Dafür gibt's Algorithmen, die dir einen Partner suchen. Geschlecht bleibt erstmal offen, wegen der Diversität. Und wenn's nicht passt, dann ist es kein Problem, rasch umzubuchen. Man staunt, was heutzutage alles geht. Allen präsentieren. Das Zwitschern überlasse ich gern den Finken. Und willst du wissen, wo ich mein Profil gepostet habe? Da drehe ich mich seitlich und sage, schau nur her. So ein natürliches Profil scheint halt selten egal. Und ohne Facebook manchen wohl zu leer. Knips noch selbst die Lichter aus und drehe die Heizung zu. Und meinen Kühlschrank muss ich selber füllen. Mit meiner Waschmaschine bin ich auch noch nicht per Du. Mein Haushalt hat noch keinen eigenen Willen. Und fragst du mich, wie's mir mit dem rasanten Fortschritt geht? Ich danke dir und sag, es geht so. Es geht so. Noch bin ich amüsiert und überhaupt nicht up to date. Aber dafür